Eine Seeltruhe. Ich befürchte Schlimmes. Oh shit, oh shit. Nee, 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 nee. Das mache ich jetzt mal ganz anders. Ich gehe nochmal zurück und hol mir nochmal die Seeltruhe, die wir da noch Krieg hochgehen, bitte. Danke. Hängt ja schon an einer Treppe fest. Was soll das denn? Nee, wir holen uns dann die Seeltruhe, die dann, an einem anderen Ort war, die ich noch nicht verwendet habe. Zum Glück ist Krieg als schneller Kletterer, ansonsten würde das ewig dauern. Okay, mal sehen, ich frage mich, wenn man da dauernd sprintet, ob wir schneller vorankommen. Naja, nicht wirklich. Alles klar. Ach, ich renne mal wieder überall hin. Aber irgendwas muss man ja tun. So, was? Ich hoffe, ich frage mich, ob wir hier auch noch eine Wilgrim-Position finden, also mitten im Schloss, oder ob wir noch extra rausgehen müssen. Nee, ich laufe gerade falsch. Genau, die Truhe wollte ich doch. Lieber voll aufpowern, damit ich so wenig Kristalle verschwende wie möglich. Ich habe ja zwar noch zwei, aber die kosten auch immer 500. Und vielleicht möchte ich auch mal was anderes dafür ausgeben. Zum Beispiel volle Zornenergie. Wäre ja auch mal was nice. Also was nice ist. Aber das kostet immer alles so viel Geld und hier findet man nicht so viel. Man muss halt alles durch Truhen, durch Gegner oder durch irgendwelche Gegenstände kaputt machen. Aber das dauert so ewig, bis man dann das ganze Geld zusammen hat. Oh nein, was? Schon wieder ihr? Ich dachte, um euch hätte mich schon vorher gekümmert. Ach, komm schon und zack. Ach, der lebt ja immer noch. Aber der ist schon mal so weit. Und zack. Ach, komm schon, wie lange? Ja. Oh, ne, da ist ja noch einer. Ah, da schon wieder so viele Gegnerhorden. Was soll das denn? Ach, der ist auch schon so weit. Dann komm mal her, Freundchen. Und oh, nein. Ja, der ist auch schon so weit. Dann bist du nur noch du hier, Freundchen. Ihr habt da schon mal nicht gepackt. Und diesmal bin ich sogar perfekt durchgekommen. Und ich habe ja sogar der Zornkern. Leiste voll. Ich hoffe mal, ich finde ja auch nochmal andere Bruchteile, denn mehr Zornkerne wären schon richtig gut. Alles klar, dann waren wir mal. Der speichert hier auch nochmal automatisch. Was ist das denn? Ich erwarte Schlimmes. Sehr, sehr Schlimmes. Was ist das eigentlich? Ach, das gibt auch nochmal Geld. Ach, egal. Okay, wir müssen ihn angreifen. Das habe ich mir schon so gedacht. Aber das will mir nicht gefallen, weil es wahrscheinlich so eine Art Sub-Boss ist. Und auf so einen Fight habe ich jetzt überhaupt keine Lust. In anderen Spielen wie eben die Zelda-Reihe, da sind die Sub-Bosse ja noch so einfach. Aber bei Darkseid, das weiß ich jetzt irgendwie nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich draufgehen werde. Naja, egal. Dann wollen wir mal. Two-Face. Three-Face. Obwohl. Nee, sag bloß, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Wir kriegen eine neue Waffe. Wie geil ist das denn? Wir kriegen eine Kreuzklinge. Das ist ja mal geil. Wir haben eine Fernkampfwaffe. Element-Dieb. Endlich, krieg mal wieder eine Trophäe in Darksiders. Sonst kriege ich die ja dauernd in Lollipop Chainsaw. Aber das war ja auch nur der Anfang. Okay, eine fein gearbeitete Wurfklinge, die mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Wechseln Sie in den Zielmodus, indem Sie R3 drücken, okay. Und wählen Sie bis zu 5 Ziele aus. Während Sie L2 gedrückt halten, drücken Sie R2, um die Klinge zu werfen. Alles klar. Wollen wir mal ausprobieren? Wow. Ich habe das Gefühl, hier kommt jemand. Wow, 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 wow. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Ich habe Angst. Au! Komm schon, du sollst dich doch anvisieren. Eins. Zwei. Und tschüss. Wow. Da komm mal her, Freundchen. Zack. Wo bist du denn? Da bist du ja. Alter, wie viel hältst du noch aus? Und zack, und zack. Wow.
Ach, wie viele gibt's denn von denen noch? Wow. Schnell weg damit. Wow. Okay. Machen wir es doch einfacher. Genau. Komm schon, wie viele kommen denn noch? Wow. Und zack. Okay, die haben mich nicht getroffen. Und zack. Ja, muss ich mich selbst drum kümmern. Mach schnell weg. Nicht, dass sie noch auf mich schießen. Und zack. Au. Du wolltest gerade sagen, wie viele habt ihr denn noch? Wie viel lange braucht ihr denn eigentlich noch? Noch einer. Okay, dann komm mal her, Freundchen. Wow. Dich lasse ich nicht so schnell gehen. Und zack. Und zack. Und zack. Obwohl. Wow, wow, wow. Okay. Nein, Krieg, jetzt hast du die falsche Richtung anvisiert. Und zack. Und das kann ich mich mal um euch mal so kümmern. Ich frage mich, wie groß die Kraft von dem Ding eigentlich bei den etwas größeren Gegnern ist. Jetzt kommt doch mal her. Okay, ich bereite mal beide vor. Dann kann ich mal ganz schnell machen. Und zack. Und batz. Yes. Was bist du denn für ein Ding? Und zack. Damit das Objekt schleicht. Und zack. Ah! Das ist ja mal eine geile. Das ist ja mal eine geile Sache. Na, nochmal. Ja, immer schön Abstand halten. Während damit der Crossklinge beschäftigt ist. Nein! Warte, wie viel hält er noch aus? Ich habe das Gefühl, dass wir die Waffe auch bei Tiamat brauchen werden. Also wenn ich erstmal diese typische Dungeon-Regel kenne. Immer den Gegner mit dem Item bekämpfen, das man findet. Wow. Wow, scheiße. Ecke, Ecke, Ecke. Und da. Hm. Wow, wow, wow. Au, 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 au. Ah, oh, wie. Und zack. Wie viel hält das Ding eigentlich aus? Wo ist er weg? Ah, oh, Mensch. Und zack. Alter, wie. Wie hält das Ding eigentlich noch aus? Soll ich irgendwas Bestimmtes bei dem anvisieren? Boah, das war daneben. Nochmal. Ah, jetzt ist endlich mal so weit. Komm her, mein Freund. Au, nein. Es war noch nicht so weit. Au, au, au. So eine Kacke. Da stand doch gerade das Kreissymbol. Egal, Truhe öffnen. Nochmal. Okay. Machen wir es mal ganz anders. Nochmal. Da stand doch gerade das Kreissymbol. Wo ist denn jetzt geblieben? Oh Mann, ey, der Fight dauert schon viel zu lange. Nochmal. Na, endlich! Wurde auch mal Zeit! Lass mich raten. Das Ding soll ich jetzt. Das habe ich schon. War ja klar. Sobald das Symbol gezeigt wird, hat er vielleicht noch. Achso. Was ist das für ein Ort? Ich muss zugeben, für ein Rudel Schwächlinge stecken diese Menschen voller Überraschungen. Wer weiß, welche Geheimnisse sie hier unten vergraben haben.
Das frage ich mich allerdings auch. Erstmal gehen wir weiter. Wow. Nein, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wie war das? Genau. Und zack. Wenn wir schon mal die neue Waffe haben, dann können wir von der auch schon mal Gebrauch machen. Zack. Obwohl, machen wir es doch mal anders. Zack. Zack, zack. Okay, schleifen. Schleifen ist doch schon mal eine gute Alternative. Ist hier vielleicht noch jemand? Aber nee, stattdessen machen wir mal was. Okay. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Obwohl, vielleicht ist da hinten noch irgendwas. Okay, hier brauchen wir mal wieder einen Schlüssel, damit das Tor aufgehen kann. Was haben wir denn hier? Aha. Alles klar, okay. Und zack. Genau, aber... Moment mal. Ah, ich glaube, jetzt kann ich das Ding hochheben. Ich glaube, der Kristall war im Weg. Ich glaube, jetzt können wir das endlich machen. Genau. So wollte ich das doch, obwohl... Ach nee. Alles klar, wieder mit der Kreuzklinge das anvisieren. Und zack. Okay, dann geht das Schloss auf. Alles klar, alles klar, okay. Ich muss immer darauf achten, dass ich die Tasten nicht verwechsle. Es ist ja momentan sehr viel. Also einmal mit R zielen. Diesmal mit L zielen, aber mit R3 müssen wir noch diese Zielfunktion da aktivieren. Und zack. So einfach geht das. So, ich hoffe, das Ding bleibt da auch. Sollte es ja auch. Kreuzklinge tränken. Eine Kreuzklinge kann Energie von bestimmten Zielen übertragen. Drücken Sie R3 zum Zielen und werfen Sie die Klinge mit R2 auf eine Energiequelle. Das erfassen mehrere Ziele von der Quelle zu den Zielen strömen. Ja. Ja, ja, ja. Wieder das alte Spiel. Irgendetwas, was brennt, mit so einem Boomerang oder so. So anwerfen und dann auf die anderen Lernstellen schießen. Alles klar, aber was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Okay, das war falsch. Nochmal. Machen wir es nochmal so. Machen wir es nochmal so. Ah! Das waren Bomben. Jetzt sehe ich das auch. Das waren Bomben. Und die mussten wir anzünden. Alles klar. Okay, dann geht's hier oben weiter. Und dann wollen wir doch mal sehen, was wir jetzt noch haben. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da geht's runter. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich den Schlüssel kriegen. Und das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Obwohl, hier ist ja auch keine Truhe. Und da geht's noch weiter. Aber doch, da ist eine Truhe. Da geht's nicht rein. Und da ist eine Flugposition. Okay. Dann wissen wir ja schon mal, wo wir erstmal hin müssen. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Und da geht's dann erstmal weiter im Untergrund der Zwillichkeit 3. Also, bis dann, Leute. Und ciao.